Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, die Mischung macht's. Und diesen finden wir unter Erkunden bzw. dann Shadowlands. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen 7 Rare Mobs umboxen. Und bevor wir diese Rare Mobs umboxen oder boxen können, müssen sie erst beschworen werden. Und das können wir über das Reservoir der gemischten Monstrositäten machen. Wo ist dieses Reservoir? Und zwar befindet sich das hier in Maldraxxus auf den Koordinaten 58, 73. Hier ist es so, dass wir in dem Bereich hier außen in der Kampagne schon mal vorbeigeschickt werden. Und da gibt es ein, zwei Sidequests, die solltet ihr abschließen. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, hier in diesem großen Bereich Blubs umzuboxen. Und wenn diese Blubs umgeboxt sind, dann könnt ihr so die Reste von denen anklicken. Habt dann auch dementsprechend hier so einen Kübel hinten drauf, beziehungsweise dann später an der Seite sind sie, glaube ich. Und dieses Zeug könnt ihr dann zum Reservoir zurückbringen. Also ihr seht, hier sind rote Blobs, dann gibt es blaue und es gibt gelbe Blobs. Und diese Farben spielen dann jeweils eine Relevanz. Und zwar, ihr seht, hier haben wir gerade einen kleinen gehabt, den hätte ich looten können. Wenn nämlich ein Mob umgehaut wird, dann kann jeder quasi auch mit draufklicken. Ihr seht, hier haben wir so einen roten Blob, da drücken wir jetzt drauf, dann haben wir hier diese Farbe mit dran, beziehungsweise oben sieht man es auch. Und jetzt ist es so, dass ihr zum Reservoir laufen könnt, könnt dann die jeweilige Farbe reinpacken und dann geht hier der Counter hoch. Und für diese Rares müssen wir jetzt in einer bestimmten Kombination die Farben drin haben. Dafür kann ich ein Addon empfehlen, und zwar haben wir hier das Addon Handy Node Shadowlands und das zeigt uns die Rares hier unten an, die Mischung macht's. Und ihr seht, da haben wir verschiedene Kombinationen. Für Gelo brauchen wir zum Beispiel einfach mehr Gelb als Rot und Blau zusammen. Heißt, wenn ihr zum Beispiel 20 Gelb drin habt und 5 Rot, 5 Blau, dann kommt Gelo. Dann gibt es dann das gleiche auch nochmal zum Beispiel für am meisten Rot oder am meisten Blau. Ne? Das sind relativ einfache. Die schwereren sind dann die, wo wir zum Beispiel hier gleich viel Gelb und gleich viel Blau drin haben müssen. Und das muss insgesamt, oder ja, die müssen insgesamt mehr sein als Rot. Heißt, wir können zum Beispiel 15 Gelbe reinpacken, 15 Blaue, dann kommt der Mob. Oder wir packen 14 Blaue rein, 14 Gelbe und 2 Rote. Das würde auch gehen. Ne? Also ihr müsst dann nicht nur die beiden Farben reinpacken, aber sie müssen halt mehr als die andere Farbe sein. Und das gibt es mit allen möglichen Kombinationen, auch mit gleich viel Gelb, gleich viel Rot und weniger Blau, gleich viel Blau, gleich viel Rot, weniger Gelb. Und das Allerschwerste, wo wir wirklich eine bestimmte Zahl brauchen, für diesen öligen Dude, da brauchen wir gleich viel Gelb, Blau und Rot. Und dann ist klar, bei 30, ne, braucht man 10 Gelbe, 10 Blaue und 10 Rote. So, jetzt ist die Problematik, dass hier relativ oft eine World Quest ist, dass Leute einfach dreimal irgendwas reinschmeißen müssen. Oder es hier eine Weekly Quest gibt, dass Leute einfach dreimal irgendwas reinschmeißen müssen und die meisten nicht auf die Sachen gucken und euch da irgendeinen Mist reinschmeißen. Hier, wenn ihr diese Rares beschwören wollt, geht am besten in Gruppen, die diese Rares beschwören wollen. Da gibt es dann eine Gruppe, die formt zum Beispiel das Mount, wo ich ja auch schon ein Video zu gemacht habe. Das ist dieser violette Fehler, da findet man oft Gruppen. Oder man sucht sich eine Achievement-Gruppe bzw. bastelt ein. Ihr seht, jetzt wurde gerade 30 hier aktiviert, jetzt kam wieder ein Mob. Ich habe das Achievement schon fertig, aber ich habe eine Gruppe aufgemacht hierfür. Und zwar habe ich den englischen Namen dafür benutzt. It's in the Mix heißt das auf Englisch, das Achievement. Da am besten eine Gruppe aufmachen, ladet euch Leute ein und koordiniert euch dann im Gruppenchat, welchen Rare ihr angehen wollt, was für eine Kombination ihr reinschmeißen wollt. Dann ist es tatsächlich relativ einfach, dementsprechend das Achievement fertig zu bekommen. Kleiner Tipp, schaut am besten auch, ist hier die World Quest am Start? Wenn die World Quest da ist, dann macht es lieber an einem anderen Tag, wo die World Quest nicht da ist, weil ihr seid dann vielleicht, ihr wollt 15, 15 machen, habt dann 14 reingeschmissen, da 14 und dann kommen zwei Randoms, die World Quest machen, wollen die es ja auch nicht böse meinen, schmeißen irgendwas anderes rein und ihr müsst wieder komplett von vorne anfangen. Kleiner Randtipp noch, Rot und Blau sind hier relativ oft, Gelb ist relativ selten hier, aber wenn ihr hier ganz nach hinten läuft, hier oben in dem Bereich, findet ihr auch ab und an mal einen gelben Pool. Und da kann man dann vielleicht auch mal Ausschau halten, ob da oben dann noch was ist. Gut, ich würde sagen, das sind soweit alle Tipps, die ich euch geben kann. Wie gesagt,
Joint am besten eine Gruppe, versucht es nicht alleine, das dauert zu lang und ist zu deprimierend tatsächlich. Okay, dann drücke ich euch die Daumen, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Tipps für die Community habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.